Kann ich dir nicht sagen. Gib dich einen Scheißdreck an. So, 1-0, wie heißt der Winzest? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal mit seinem neongrünen Ken? Ja. Ja, es gibt viele grüne Cans. Ja, das stimmt. So, ja, ich wollte mich ja heute mal darauf konzentrieren, tatsächlich das Spielgeschehen noch zu kommentieren. Aha, nicht einfach nur so über das Spiel zu reden. Ja, oh. Nice, komm. Ein bisschen interpretiert. Ja, Meta-West, aber naja, passt schon. Er denkt eh, das denkt. Und so, das war's auch. Als nächstes sehen wir dann Dino gegen Bionic. So. Dino Bionic. Okay, kleiner Augenblick. Ja, was hier, können wir schon mal eintragen. Dino ist am Häsel. Oh, ein Freilos hat er sich gegeben. Hast du doch geschafft, nein, am Anfang. Es ist einfach passiert. So. Ja, würde ich auch sagen. Am liebsten würde ich ja 16er Brackets erzwingen, irgendwie. Aber, wie willst du das erzwingen? Also, du meinst, die Leute zwingen? Ja, Leute, die eigentlich das Spiel nicht spielen, dann noch ins Bracket. Der kranke Chris ist da? Ja, der kranke Chris ist da. Frisch vom Weihnachtsmann. Wahnsinn. Gegen Dino! Da ist er! Ja. Alles klar. So. Bionic 3-2-1. Und Skat gegen Akuma. Ja. Sehr schweres Matchup. Meiner Meinung nach für Goki, weil. Technisch gesehen schon, aber halt, wenn man die Stamina anschaut. Ich weiß nicht, so zwei normale Kombos von Dudley und dann war es das, glaube ich. Okay, schauen. Allerdings hat. Nice. Den kann er da ein bisschen unter Druck setzen, ich glaube, das weiß man ja auch nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele random Tatsus sehen. Ja. Was gegen Dudley auch sehr gut ist, Standing Farm mit Punch. Ja, weil Dudley hat so einen fetten Sprite, dass er auch in der Hocke davon permanent getroffen wird und auf die Range relativ wenig entgegenzusetzen hat. Er kann zwar Crouching mit Punch machen, hat aber dezent längeren Startup und verliert dann doch. So. Oh, ja, schade. Ja, er wollte direkt super machen. Ja, hätte er gemacht. Das ist schon schlecht. Und tot. Das war's. Schau, eine Billig-Kombo. Boki Antonic. Boki ist nicht da, oder? Nee, Boki überspringen wir jetzt. Kann sogar sein, dass Boki rausfliegt. Dann kommt Insta gegen den Lot. Boki muss die PlayStation 4 von seinem Bruder. Insta gegen den Lot. Und danach ich. Wahnsinn. Gegen wen spiele ich? Du spielst gegen den kranken Chris. Der den PC. Du wirst ihn eh sehen, da. The Lord. Level of Detail. The Lord. The Lord, ich muss jedes Mal schmunzeln. The Level of Detail ist das. The Lord. Ja. Oh ja, also ja auch mit Daddy gegen Ken. Ja. Ja, hier jetzt Insta gegen The Lord, also zwar eher Anfänger, würde ich jetzt mal sagen. Der Insta ist mir aufgefallen, Block immer und immer. Du kannst dreimal Overheads gehen hintereinander in Super rein, ist mir egal, der Block. Ja, besser als ein Block. Ja, kommt auf den Charakter. Ja, obwohl die meisten Confirms sind. Das ist Heavy Confirms. Beide. Ja, sie haben auch schon beide vorher gespielt, also das ist ein bisschen wahr. Ja, der Lord hat auf jeden Fall, er trainiert und überträgt eigentlich so gut wie alles von SF4 Dudley auch auf das Spiel, was
glaube ich, relativ legit ist. Also von den Eingaben zumindest, vom Timing ist natürlich nicht. Nein, jetzt Kombos sind auch ganz anders. Ja. Ja, du kannst jede Combo, die in SF3 geht, die in SF4 mit Dudley geht, das ist die Standard-Kombos, die kannst du eigentlich auch in SF3 drücken. Das ist meine Meinung. Dudley ist echt, und Dudley ist schon wirklich anders. Mein Dudley hat nicht so viele Kombos. Was? Selbst Dudley hat nicht so viele Kombos. Er hat allein 8 Target-Kombos. Ja, aber nicht so viele. Ja, relevante Damage. Ja, voll. Ja, das macht. 1-1. Spannend wird's. Ja, mich auch. Ja, er hat so viele Möglichkeiten, bestraft zu kommen. Sein stärkstes Tool ist nach wie vor Crouching, Midkick, Hadouken. Nein, der kann eh, aber ich glaube, der Super kommt nicht raus nach dem Confirm. Ja. Sicher. Und? Aber Ken vielleicht auch. Nice punished. Nee, aber jetzt, also um der Wahrheit mal die Ehre zu geben, es geht schon. Oh, warum nicht Super Cancel? Für die kurze Zeit geht es schon. Bam. Ja, oh, souverän. Lot 1-0. gut, da spiele ich gegen kranken Grüßen. Der bessere Dudley im Dojo. Ja. So. So, jetzt werde ich gejoint. Von dem Typ, der die ganze Zeit schon reingeredet hat. Ich hab wichtige Dinge zu sagen. Sicher. So, CPS 3. Spielt jetzt. CPS 3 gegen den kranken Chris. Chris spielt wie ein Wahnsinniger. Solide genug, um mit umzugehen. Ja. Ach, der muss einfach nur Shorio spaten und dann war das eigentlich schön. Ich bin Chris nicht Makoto. Ah, ich bin auch. Ja. Also ein Squaboro ist schon sehr leicht. Oh, mit Chun-Li. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Also, man könnte ein Trinkspiel daraus machen. Immer wenn Oro Chun-Li berührt, ja. Da bist du aber nicht betrunken am Ende. Ja. 100%ig. Also, das ist wirklich, also dieses Matchup ist eigentlich der Grund, warum man Oro nicht spielt. Denn Oro ist eigentlich so. Das ist ein mega starker Charakter. Super broken in der Wichser einfach, aber ja. Dann gibt's halt Chun-Li. Ich glaube, von allen guten Charakteren wird Oro von allen Ja, das Lustige ist, Oro hat an und für sich schon so gute Normals. Aber jede Normal von Chun-Li ist halt irgendwie so 1-2 Frames dann doch irgendwie noch besser, ja? Ja, das ist ja das Ding, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass Oro so mobil ist, hat er eigentlich dann doch wieder ein Tool, wo er mit dir klarkommen könnte. Da ist halt, ist halt schwierig. Mobilität ziemlich wurscht, glaube ich. Also ich probiere immer aus. Ich kann auch Juni hinterherlaufen, mir ist halt alles gut. Ja, es liegt glaube ich aber auch an dem Forward-Mid-Kick von ihm. Jetzt muss man mal sagen, jetzt wüsste Chris, was er macht, hätte er jetzt gerade Chun-Li getötet, als er diesen Launcher bekommen hat mit Wunderbar. Ja, locker. Echt schade. Ich finde die Mid-Screen-Kombo von Oro sehr gut. So, als nächstes President gegen Leo Holic. Ich glaube, ich spiele Young. Mach das. Hauptsache, du gewinnst. So. Präsident, hallo. Bonsoir. So, Präsident schnappt sich den Player 1. Eine sehr illustre Runde heute Abend. Sehr speziell. Ja. Was heißt, ich spiele dann gegen den Lord oder gegen nur verzweifelt der Jungfrauen? Egal. Oh, pressed mit Yang. Ja, hat er gerade eben schon angekündigt. Ja. Johann. Gegen Yang. Johann gegen Julian. Julian. Leo, letzter Zeit, beziehungsweise gestern, überraschend stark mit Julian. Ja, heute hat er. Kombo-Schwäche halt, aber so hat sich relativ klug gehalten. Ja, aber die Kombo-Schwäche hatte sich heute schon beschwert, dass das nicht so gerade funktioniert. War bei mir auch gerade. Ich war vorher CPS 3 gespielt, das hat mich gerade ziemlich durcheinander gemacht. Schau.
Ach ja, da wäre so viel möglich gewesen. Hätte jemand. Egal, jetzt. Eis! Und? Edward! Ja! War interessant. Sehr freizügiges Reset. Wenn du das machst, ja, wenn du so eine, sag ich mal, Free-Unblockable bekommst, wo der Gegner halt nicht kein Quickstanding macht, dann musst du dann aber mit Crouching Mid-Kick reindrücken. Also das funktioniert ein bisschen besser. Also jetzt mit Mid-Kick meinst du? Oder jetzt speziell die Variante in der Ecke, wenn du nach dem Bildschirm bist. So, und jetzt... Kein Meter. Ah, ja, Schuss, natürlich, natürlich. Macht eine mittlere Metallic Sphere on Wake-Up. Ja, so, das ist der stärkste Move. Naja, dachte vielleicht, macht Wake-Up, Jump Away. Schon, ja, das stimmt. So, jetzt. Ich hab nachgeschaut. Normaler Jump, 4 Frames Startup. Ja. Super Jump, lustigerweise 6 Frames Startup. Ja, plus die längere Eingabe noch. Also, du kannst eigentlich sogar fast 8 Frames gerechnet. Sei denn, du hast eine extrem gute Eingabe. Ja, ich hab ihn eh eingetragen. So, jetzt ist das schon nicht schlecht, oder? Ja. Yes, jetzt. Ja. Na ja, gut, du wolltest Meter sparen wahrscheinlich, aber so nicht übertreiben, weil jetzt einmal die X-Slash ist. Sehr souverän hier von Chris. 1-1. Ja. Mit fast 2 Leisten voll, der Urin. Julian. Jules. Oh, der zweite ist schon bestraft, oder? Ja. Oh, sehr nice. Tja. Es ist mit Urin so essentiell, dass du parieren kannst. Sonst passierst du. Ohne Ecke. Oh, aber jetzt. Mach er. Na. Da hätte ich jetzt persönlich eher Hardo und mittlere oder weite Spiegel gemacht. Wird Press verlieren? Wer weiß. Ja, wer weiß. Einmal die Exzeit. Haha, wenn man vom Teufel spricht, da war er. Ja. Da holt sich's. Der auf ein billiges Setup reingefallen. Wie heißt der Leo Holig? Das heißt, wir machen. Ich trage das geschwind ein. Du hast mich nicht eingetragen. Erste Überraschung, meiner Meinung nach. So, eine Sekunde. Wir haben es gleich. Leo läuft hier rum, verkneift sich das Lachen. Okay, das müssen wir noch warten. Dann würde ich sagen: kranker Chris President. Chris geht nicht anders. Chris! Quanka-Quiz. Quanka-Quiz. Quanka-Quiz gegen President. Ist er schon dort? Ah ja, der spielt nur. So, jetzt er schon. Okay. Kranker Quiz. Lurkt hinter dem Cap, wo ihn niemand sehen kann. Frag mal einen, den Kranken. Ah, naja, kommt noch mehr Zeit. Ah, der hat mich noch nicht ausgewählt. Alles ist gut. Kranker-Quiz, ja, okay. Oh, President, instant zu Ken gewechselt. Kann ich verstehen, ja. Ich meine, kann man durchaus machen. Ja, kann man alles. Winners Bracket mal an einem Charakter spielen, schauen, wie es läuft. Und dann auf was. Sehr. Wie bitte? Ja. So, kann sein, dass wir jetzt gleich eine kurze Pause machen müssen, weil wir auf den Bock dann warten. Ja, wir haben noch andere Matches, das geht schon. Mach mal Winners Battle. Ja. Oh! Ah, holt der kranke Chris doch noch ein bisschen auf, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, das ist, weil er halt. Was für ein Punish! Was für ein Punish! Das hat in die Runde gebracht. Einfach super aktivieren. Aber echt. Irgendeinen Scheiß machen. Alter. Das hat in die Runde gekostet, definitiv. Ja. Okay, Boki scheidet, glaube ich, jetzt leider aus. 40 Minuten können wir nicht posieren. Kann man Win eintragen, kann man im übergeordneten Sinne einen Win eintragen, ohne eine Runde einzutragen? Weil. Ich glaube, das geht ja. Sollten wir dann machen in dem Fall. Ja. Mhm. So, Chris sitzt immer noch auf seiner Leiste. Hold ist der Chris. Das. Schön. Ja. Hol ein, zwei. Wenn er so weitermacht, dann kann er es holen. Ich tippe auf Dash and Throw. Glaubst du? Oh! Jetzt tippe ich auf Shoryu als Counter. Warum? Einer Chicken Feet, fucking hell. Press ist cool geblieben. Ja, Press ist cool geblieben. Deswegen ist auch eine Runde weiter und der kranke Chris ist draußen. So. Oh, der kranke Chris ist auch cool.
So cool, ist es nicht, aber draußen. Cool, aber draußen. So, das heißt, wir haben jetzt du gegen Winces, Notrex gegen Lord oder ich gegen Leo. Alles klar, ja, dann spiele ich gegen Winces. Achso, nein, Moment mal, was ist mit Boki? Ist jetzt draußen? Ach so, ist weg. Ja, Boki tragen. Okay. Boki tragen wir aus. Boki leider ausgeschieden, so. Antonik eine Runde weiter, kassiert aber keinen Punkt dafür. Ah, geht ich gegen Winces. Oh, ein gutes Match, Dominik! Ja, ja. Dominik! Winchest, Winchest! Dominic. So. Dominic, nee, Josh. Wann spiel ich, was? So, wer sitzt wo? Okay, also Winces Player 1. Welcome to the world of the mighty Breezes. Prepare for battle. What? So, es beginnt. Sie, der Punkteführende gegen Winces, the upcoming Hope. In den Sweep, war gemein. Ich glaube, die Runde ist gegessen. Winces hat sich vielleicht ein bisschen auf Meterbomb für die nächste. Da lässt er ihn mit der Bahn. Aber hat durch den Schlag auch selber einen vollen Leistung bekommen. Vielleicht macht er was draus, schauen wir mal. Die extra Lücken gleich am Start, aber warum nicht? Jan kann Sweep eh nicht bestrafen, er weiß nicht wie. Er kann nicht charten, nämlich. Immer wenn du etwas siehst, sofort pechen. Sofort. Sofort. Er hat noch nie was anderes gemacht daran. Oder du jabst den Headbutt selber. Noch einmal, nice. Da hat er Jans Wake-Up-Jumps erwischt und holt sich viel. Oh, nice. Ich dachte schon, er macht die Actual-Loop, was vielleicht für den Chip-Schaden. Egal, das passt. Ja! Jetzt Crotty. Sehr nice. Hat immer noch eine Leiste, konnte er sich leisten. Schmane, 1-1. Hat Leisten Lead und trifft mit dem Yaxa Token. Jetzt wieder volle Leiste, wenn er confirmen kann. Ist er schon halfway there. Stairway to heaven. Oh. Nice. Zieht ihn rein. Wäre da jetzt eine Super gekommen, dann wäre es das gewesen, Fury. So, jetzt Medium. Was? Oh, kann ihn nicht in den Spiegel reindrücken, hat keine Leiste, kann keinen zweiten machen. Wenn Winces jetzt cool bleibt, der braucht nur einmal confirmen in den Super. Dann war's das! Hol mir die Hexer Token, hol ihn! Allah, hol ihn! So, next ist Dino Antonic. Nur Absätze heute. Wahnsinn. Dino Antonic, ich hol den Anton. Anton! Mein Mic ist ein bisschen leise. So. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Hallo. Wo bist du überhaupt? Jetzt hab ich ein ganz kleines Selbstbewusstsein. Ja, so wie sich's gehört. Ja, keine Ahnung. Nee, hat er gut. Dino gemacht. Leer. Hat, hier links meine Headbutts. Ja, du hast aber auch verschießen. Antizipiert, Standing Midpunch, ETC gemacht. War schön, aber ich hatte leider ein bisschen Pech mit den Kombos gehabt. Ja, oder unfähig. Also, beim ersten Mal verkackt, beim zweiten Mal ist er mir irgendwie weggesprungen. Keine Ahnung, das war wirklich ungewöhnlich. Da hätte ich ihn zwar nicht getötet mit seiner Blockable, aber keine Ahnung. Und beim dritten Mal habe ich irgendwie den Headbutt ein bisschen zu früh gemacht. So, aber jetzt Antonic gegen Dino. Dino hat sich die erste Runde geholt mit sich. Vermutlich die zweite Bull. Antonic macht das ganz aber gut. Aber passt. Hier. Ich rolle das ganze Feld jetzt von unten auf. Mach das, probier's zumindest. Oh ja, sehr gut. Hardkick, auch wenn er nicht getroffen hat. Das war
Antonik auch, sehr solider Rio, Mann. Ja, darf sich aber nicht jetzt reindrücken lassen von Timo. Ja. Yeah. Oh. Air Reset. Oh, ja, ja. Man sieht schon, die Kombos passen. Reset ist keine Kombo, aber. Hm? Reset ist keine Kombo. Nehmen wir weiter. Also, du zählst die 5 Hits vom Corkscrew, ja, die Kombo. Wow. Wow. Anton, weil jetzt syntaktisch auseinandergenommen wird. Ja, der ist schwer, Young. Ja, geht, Young ist halt. Er macht nicht so viel Schaden, er ist echt hart. Das ist halt diese Slash ist halt so. Wenn man die etablieren kann und den Gegner vom Springen weghalten kann, und dann hat man, glaube ich, gewonnen. So, jetzt. Ryu ist noch drinnen. Vor allem hat volle Leiste ein super. Oh, wow. Wenn er sich das. Ah! Ja, mit Chip Hadoken! Oder war es Chip? Hat Dino versucht zu parieren? Hat versucht zu parieren, war kein Chip. Wollte Red Parry machen, weil er wusste, der Hadoken. Meine Voraussage, jetzt kommen sehr viele EX Hados. Ich glaube eher Standing Hard Kick, aber mal schauen. Ja, schade. Macht nichts. Der hat zwei volle Leiste. Ah, ja, warum geht da so ein Risiko ein? Guck mal, jetzt hat er seine Situation so dermaßen verschlechtert dadurch. Das stimmt allerdings. Ganz sinnloses Risiko eben reingegangen. Dann sogar, das ist sogar noch besser, wenn der Gegner ein bisschen von dir wegsteht, dann EX Tatsu zu machen. On Wake Up. Ne, tatsächlich. So, das heißt, wir haben jetzt Nozorex gegen The Lord. The Level of Detail. Nozorex gegen The Lord. The Lord, wir spielen! The Lord! Ich will 8 Gratispunkte. The Lord, du hast eh Gratispunkte, weil du mitgemacht hast. So, Jäger ist Spieler 2. Ja, genau. So. Lukas! Lord. Hat er einen Lord? Wo ist der Lord? Wo ist der Lord? Lord. Er müsste Remi spielen. Lord of the Rings. Light of. LOV. LOD. Ich habe überlegt, ob ich Remi spielen soll, aber ja. Meine Studieleistung war schon schlecht genug. Ich glaube, das reicht. Ich denke mir in diesem Matchup, ja, also Elena Dutton, ich denke mir mal, da müssen so crazy Combos möglich sein. Ja, weil beide so eine extrem fette Hitbox haben. Also vor allem auch Elena mit ihren Endlos-Juggles. Ja, da muss man auch mal drauf achten. Es gibt Combo-Videos, es gibt so, wie soll ich sagen, so richtig reale Combo-Videos, wo alle Charaktere abgedeckt sind. Aber wow. Es gibt hin und wieder auch Combo-Videos. Wo absichtlich so strange Charakterkombinationen gewählt werden. Bestes Beispiel so das neueste RKF Urien Combo Video, wo er sich hauptsächlich auf Alex konzentriert hat. Ja, ist auch ziemlich fett. Ja. So, aber erst so. Runde hat sich Nebisch geholt mit einer Air-Target Combo, die habe ich noch nie von ihm gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er weiß, dass sie überhaupt gibt. Seine andere habe ich noch nie gesehen, die Ground Target, aber die ist auch scheiße. Was? Was denn? Spin? Ja, ja. Ja, nur im Startup. Ja, ja. Du musst nah genug stehen, ist das Problem. Ha! Ja. Oh ja. Nego drückt irgendwas, scheiß dich gar nichts. Ja, das steht auch im Spieleberater, dass man bei Elena sich gar nicht scheißen darf. Das steht irgendwie mit vier Fingern kann man besser 6 Knöpfe auf einmal drücken. So. Okay, nächstes Match. CPS3 gegen The Leoholic. Es riecht nach Chun-Li gegen Urien. Oder Remy. Wie konnte ich verlieren? Keine Ahnung, Mann. Ich hab eben auch verloren. So, das. Ich hab mich so oft werfen lassen. Ja. Achso. Ach, gegen. Achso, ja, stimmt. Gegen den Leo meinst du jetzt. Ja, das ist halt. Urien ist ein vielseitiger Charakter. Er hat viele Situationen, wo man Wurf erwarten würde und er kann dann einen Headbutt machen und dann verkackst du es irgendwie mit Timing. Ja, Bullshit, was für ein Winkel. Ja, das kommt ja so schnell aus. So. Ich glaube, Leo weiß nicht, wie man ihn verliert. Ja. Urien ist meiner Meinung nach noch relativ fähig gegen Chun-Li zu sprechen. Erstens mal sehr, sehr starke, lange Kombos, easy am Blocken gegen sie und auch tatsächlich kann man ein bisschen Fuzzi gegen sie spielen mit Urien. Ja? Hauptsächlich wegen Standing Hard Punch. Und
der Sweep ist auch in Ordnung. Die ist operiert. Anscheinend darf man sie nicht mit Fireballs zogen. Das kann man auch machen, muss aber sehr delayed eingeben, ja. Und, ja, ist davon abhängig, wie sich das gesamte Spiel schon so entwickelt hat. Warum kein Spiegel? Spiegel! Ja, und? Ja, was der macht, guck mal, er hat die Möglichkeit des Jahrtausends. Nicht! Chun-Li wäre tot gewesen, bei korrekter Anwendung. Ja, aber wie gesagt, also ist durchaus verständlich, wenn man noch nicht so viel Routine mit dem Charakter hat. Anscheinend bin ich zu leise. Ja. Gratis. So. Das schenkt das her. Lüftner bedankt sich. Als nächstes haben wir das wollte ich gerade noch. Antoni gegen Insta. Du spielst next gegen Anthony. So, was war das? Ken. Das Pokématchup, das hätte auch schon. Welches? Das Pokématchup, weil er sehr russisch wettet. Achso, ja, stimmt. War das geplant? War das geplant, dass Polen kommt? Ja, der kommt auch, aber er kommt zu spät. Prepare to strike now. Ist er ganz draußen, oder? Ja, der Bucky ist ganz draußen. Okay, wir haben Shoto Mirror. Mirror. Ein Fenster. Ob sich was heißt. Oh. Prepare to strike now. The Lord of Destruction. Dieser Cat macht mich wahnsinnig. Ja, also ich kann es eigentlich nur betonen. Wir müssen viel härter grinden, ja, viel längere Casual-Abende und sowas haben. Das ist mal so eine Art, Kanon. So ein Kanon-Gameplay entwickelt. Wie es halt. Ja, so halt ein Standard-Gameplay. Ja, also ich finde, in Japan kann man es immer gut betrachten. Ja, man spricht ja halt. Warum sagt man, dass man dieses und jedes Matchup auf diese Art und Weise spielt? Ist halt, weil die Leute es schon so oft gegeneinander gespielt haben. Das ist so. Das wäre so, wir wie so ein ja, Sozialvertrag, wie so ein Gesellschaftsvertrag. Wir sollten ja weg von den Spieler-Matchups und mehr hin zu den Charakter-Matchups gehen. Ja, das passiert ja, je länger man grindet. Na, eben nicht. Aber du gehst in jede Lücke nach und nach rein. Also, beziehungsweise eher ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt gegen ganz viel gegen Jakob spiele, lerne ich nicht, wie man gegen Goki spielt, dann lerne ich, wie man gegen Jakob spielt. AKA japanische Tatsus. Das stimmt tatsächlich, ja. Also da kann man nur. Man muss halt diese Lücken. Das mache ich mit der ganzen Knowledge, wenn ich dann gegen einen guten Goki spiele. Der das einfach nicht macht. Ja, schau ich halt blöd. Weil ich wieder von vorne habe. Defensiver Ansatz halt dann, ne? Logischerweise. Den offensiven Ansatz wirst du nicht durchbringen können, aber zumindest in der Defensive kannst du dich schon sehr weit entwickeln. Aber ja, wie gesagt, so perfekt wird selten. Es waren übrigens, wie ich gelesen habe, einige Ausländer zum Operation genommen. Franzberg, oder? Ja. Spielt doch Franzberg? Das ist sogar sein Lieblingsspiel. Das war der Capcom. Es gab so Capcom Pro Tour Interviews, so 2 Minuten Dinger, und da hat er gesagt, das ist sein Lieblingsspiel. Er war nicht am besten, weil das ganze Competition schon alt war. Das gab er, ja, hab ich vergessen. Dann 99 gewachsen. Die Leute waren ja 2001, 2002 extrem. Ja.
die Zeit, wo sie anfingen, Jun zu entdecken, ne? Ja, ja, genau. Jun wurde am Anfang ja noch mit SR2, glaube ich. Der eigentlich legit ist, ja, aber halt. Naja, ich meine. Das ist dann nicht halt kann man es nicht wegschmecken. Eigentlich ist das dann ein schlechterer Jan. Ja, ja, definitiv. Ja, wenn man nur die Normals betrachtet, dann ist Jan wesentlich stärker. Also nicht, dass Jon schlechte Normals hätte. Also das Gameplay außerhalb ist. Einiges ausgemacht. Auch ganz. Ja? Wenn wir jetzt The Lord und Owner als Random Dude definieren und Bionic und Bionic einfach als die Klemmfamilie, dann ist das eigentlich perfekt. Ja, wir sind raus aus der Krone. Ja, vielleicht, dass die aber starten können. Ja, wir haben es schon gesagt. Das ist natürlich super. Ja, das ist halt immer ein bisschen blöd, ja, wenn man nur einen Match spielt, dann überhaupt auf die Scores einzutragen, das ist ein bisschen hinfällig so. So, alles klar, jetzt der Leo Holic gewinnt gegen Owner, ja, natürlich nicht Bionic gegen The Lord. We await your return. Owner ausgeschieden. Spielen wir gleich. Wird ihn sehr ärgern. Ja, wir spielen danach. So. The Lord gegen Bionic. Hab's Ihnen schon gesagt, dann. Ach, machen wir Winnesfertig oder machen wir. Ja, aber nebenbei gesagt, also Bionic spielt meiner Meinung nach eigentlich einen soliden Go. Mittlerweile. Ja, er ist halt nicht. Weißt du, ich finde sowas. Ansag nicht zu schaden. Ja. Was auch sehr stark ist mit Gurki, du kannst, wenn du einmal Close-Standing-Mid-Kick getroffen hast, kannst du, das geht sich schon in Frames aus, wo du das Walk-Up machst und dann noch einen machst und der Gegner kann eigentlich nichts machen. Das ist auch eine etwas schwierigere Frame-Trap. Es geht mit Gurki und mit Ryu auch. Ich habe mal gegen einen sehr krassen Ryu gespielt. Und das war tatsächlich Standing, also dieser Close-Mid-Kick halt. Von Gegner. Die Crouching mit man. Okay, nice. Lift and drop knowledge. Das war. Er kann nicht hit confirm, diese Aussage. Ja, aber komm, der ist schon leicht. Ja. Er ist relativ leicht. Das war das. Mehr davon, mehr davon. Das war schon schön. So, nice. Hoffentlich spiele ich jetzt nicht wie ein Behinderter. So, jetzt spielen wir beide gegen. Das vorweggenommen. Spielen die beiden Kommentatoren. Sie gegen Präsident. Der Präsident sitzt auf Player 1. Da darf ich gleich ein. Gleich drin. Test. Wer habe ich gesagt? Präsident. Der andere ist John Z. Chimpanzi. So, los geht's. Ja. Makoto. Dritte Char von Press im dritten Spiel. Warum nicht? Whatever works. If it works. Ikuseyo. Bin ja gespannt. Traut Press durchaus zu, dass er sie vor allem in der Best of One aus dem Turnier schmeißt. Traue ich ihm zu. Vor allem mit Makoto, die ist halt so. Ich weiß nicht, ich nenne sie Happy-Go-Lucky, Guessing-Bitch. Und wenn sie jetzt einmal richtig ratet, dann ist es vorbei. Oder fast vorbei. Schieß, President. Schieß. Schieb ihn weg. Schieß. Ah! Geht rein, holt sich das. Erste Runde. Zwei Leisten. Vielleicht sehen wir, wenn wir Glück haben, Abare
Touch of Death Combo. Touch of Death Stun Combo. Wahrscheinlich aber nicht die Führung für die Dorf. Ja, Loch in die Ecke, Loch in die Ecke press. Ja, und jetzt ein Karakusa. Oh, da wär's da! Ah, da war jetzt fast die Chance. Ja, er sollte sich für die nächste Runde offen. Das hat keinen Sinn. Eigentlich sogar, das klingt ein bisschen blöd, aber wäre vielleicht jetzt am gescheitesten gewesen, so schnell wie möglich zu verlieren, damit Ulin ja keine Leistung kommt. Ja, das ist jetzt noch aufgebaut. So, aber egal, alles wieder offen. Er hat wieder die Chance auf Avare. Boah, Aegis, Tackle. Headbutt drüber mit Kick. Drückt sie raus, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber wahrscheinlich ist das Timing nicht mehr so ganz richtig. Geht jetzt selber in die Ecke, Urien. Das ist an und für sich, eigentlich will man ja nicht in der Ecke sein. In seinem Fall gegen Makoto mit dem Super ist es nicht schlecht. Jetzt läuft er Gefahr. Oh, President bleibt cool. Jetzt! Schafft er. Hard Punch. Avare! Oh, die Kombo sitzt. Und die Kombo sitzt! Das war's! Vorbei! Gian ist draußen. So einfach war das. Ein Avare und vorbei ist es. Jan macht eine kurze Salzpause. Ja, ich hab's schon. Wen sehen wir jetzt? Ich hab nochmal gut gegangen. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, weißt du, er war Urien bei der Ecke. In der zweiten Runde habe ich mir gedacht, die einzige Möglichkeit, dass ich das noch gewinnen kann, ist ein Lucky Command. Dann habe ich halt gefischt, ein bisschen hinterher. Ja, ich weiß. Es war eh gut, dass du nicht ausgegeben hast, weil ich habe gesagt, auch so in dem Moment wäre es vielleicht sogar gescheiter, schnell zu sterben, damit er keine Leistung mehr kriegt. Weißt du, weil er hatte so wenig Rappen. Gegen wen spielt er? Spielt gegen Winces. Hinten gegen Dudley. Sieht man nicht selten, so sieht man relativ häufig. Boah, schaut nach einer klaren Sache für Dino aus. Holt sich das souverän. Winces hatte heute, glaube ich, schon Upset, hat er nicht gegen wen gewonnen. Gegen ihn, den muss er gewonnen haben, sonst wäre er nicht den Winterspray. So. Nicht schießen gegen Dudley! Nicht schießen gegen Dieter. Vor allem nicht gegen Dieter. Aber gegen Dudley schon gar nicht. Kann nicht nur parieren, wie jeder andere auch, sondern einfach Sway, Upper. Keine Ahnung. Oder Dudley Sway. Wie auch immer der Move heißt. Nehmen Sie einfach nur Dandy Steps. Dandy Steps. Reset, ich weiß nicht, ob das bringt. Ich finde, Dino wirft zu wenig, wenn heute eben die Rosen parieren. Weil es vielleicht auch schlimm zu confirmen. Ja, ist egal. Nozarex, du kannst nicht herkommen. Gegen mich. Right.
zum Thema Trinkspiel. Und das ist auch ein sehr guter Fall. Sich an Chun-Li von einer Chun-Li aus Schlecht Perfect geben zu lassen, ist bitter. Go! Wollt nur ins Losers Bracket, damit ich mir mehr Punkte holen kann. Eh klar. So. Das heißt, wir haben jetzt Leo. Oh, Bruderduell. Leo gegen Bionic. So. Das heißt, ich sehe schon, Bionic ist hinten. Das heißt, wie heißt der? Leo Olic gegen. Leo Hollitsch gegen Bionic. Juro Brüder, also ich rate jetzt und ich erwarte mir Tattoo Abuse. Ich bin ziemlich sicher. Ja, vor allem Jakob. Vielleicht weiß Jakob das gar nicht. Dass Urin nicht unter Druck rufen kann. Ich glaube, es ist ihm wurscht, der macht einfach so einen Tag dazu. So. Wow! Gerade noch! Gerade noch! Der Loki wäre einfach gestorben. Wobei, vielleicht kann Leo die Combo gar nicht. Die. Achso, ne, aber der. Achso, nein! What? Also meinst du die 100% Combo gegen. Ja, hat er noch 70%. Und dann hat er den Airfireball getroffen. So, beide 1 Meter. Bäh! Warum EX? Mongo! Da hat er einen nice bestraft, hätte ich mir das nicht gedacht. Macht einen Jab im Tackle. Hat anscheinend drauf gewartet, die kennt das schon. Na dann. Macht man noch nicht den Hardcore. Richtig, aber es hilft ihn. Ja, hier, Alter. Jetzt muss man überlegen. Er hat einen Tattoo hier, den er nicht verwenden. Und den hat er hier verwendet. Macht mehr Cheapshot. Hat sich ausgezahlt. Wow, das war ein bisschen. Corky. Leo kann die am Block gibt es nicht. Er kann die nicht nur mal so der Gegner wegrollen. Aber. Da. Thank you.
Welcome to the world of Team Fighting Cruises. Prepare for battle. Wo sind, hey, wo sitzen wir? Hey, wo sitzen wir? Wie ist der Reihe 1? Wie ist der Reihe 1? Ja, I got Yes, so this does man. Into the heat of battle, go for it. Scheiß FFM-Ding da weg. Das ist FFM. FFF. Kann ich dir nicht sagen. Gib dich einen Scheißdreck an. So, 1-0, wie heißt der Winzest? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal mit seinem neongrünen Ken? Ja. Ja, es gibt viele grüne Cans. Ja, das stimmt. So, ja, ich wollte mich ja heute mal darauf konzentrieren, tatsächlich das Spielgeschehen noch zu kommentieren. Aha, nicht einfach nur so über das Spiel zu reden. Ja, oh. Nice Kombo. Bisschen interpretiert. Ja, Meta-West, aber naja, passt schon. Hey, er denkt eh, dass er gut ist. Und das war's auch. Als nächstes sehen wir dann Dino gegen Bionic. So. Dino Bionic. Okay, kleiner Augenblick. Ja, was hier, können wir schon mal eintragen. Dino ist am Häsel. Oh, ein Freilos hat er sich gegeben. Hast du doch geschafft, nein, das ist, es ist einfach passiert. So. Ja, würde ich auch sagen. Am liebsten würde ich ja 16er Brackets erzwingen, irgendwie. Aber, wie willst du das erzwingen? Also, du meinst, die Leute zwingen? Ja, Leute, die eigentlich das Spiel nicht spielen, dann noch ins Bracket. Der kranke Chris ist da? Ja, der kranke Chris ist da. Frisch vom Weihnachtsmann. Wahnsinn. Gegen Dino! Da ist er! Ja. Alles klar. Welcome to the world of
Bionic, 3-2-1. Und Skat gegen Akuma. Ja. Sehr schweres Matchup, meiner Meinung nach für Goki, weil technisch gesehen schon, aber halt, wenn man die Stamina anschaut. Ich weiß nicht, so zwei normale Kombos von Dudley und dann war es das, glaube ich. Okay. Schauen. Allerdings hat nice. Den kann er da ein bisschen unter Druck setzen, ich glaube, das weiß man ja auch nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viele random Tatsachen sehen. Ja. Was gegen Dudley auch sehr gut ist, ist Standing Far mit Punch. Ja, weil Dudley hat so einen fetten Sprite, dass er auch in der Hocke davon permanent getroffen wird und auf die Range relativ wenig entgegenzusetzen hat. Er kann zwar Crouching mit Punch machen, hat aber dezent längeren Startup und verliert dann doch. So. Oh, ja, schade. Ja, er wollte direkt super machen. Ja, hätte er gemacht. Das ist schon schlecht. Und tot. Das war's. Schau, eine Billig-Kombo. Boki Antonic. Boki ist nicht da, oder? Nee, Boki überspringen wir jetzt. Kann sogar sein, dass Boki rausfliegt. Dann kommt Insta gegen den Lot. Boki muss die PlayStation 4 von seinem Bruder. Insta gegen den Lot. Und danach ich. Wahnsinn. Gegen wen spiele ich? Du spielst gegen Kranken Chris. Der PC. Du wirst ihn eh sehen. Da. The Lord. Level of Detail. The Lord. The Lord, ich muss jetzt mal schwunzen. The Level of Detail. The Lord. Ja. Oh ja, also ja auch mit Daddy gegen Ken. Ja. Ja, hier jetzt Insta gegen The Lord, also zwar eher Anfänger würde ich jetzt sagen. Der Insta ist mir aufgefallen, Block immer und immer. Du kannst dreimal Overheads gehen hintereinander in Super rein, ist mir egal, der Block. Ja, besser als ein Block. Ja, kommt auf den Charakter. Ja. Jawohl, die meisten Confirms sind nicht schon. Das ist Heavy Confirms. Beide? Sie haben auch schon beide vorher gespielt, das ist ein bisschen wahr. Ja, der Lord hat auf jeden Fall. Er trainiert und überträgt eigentlich so gut wie alles von SF4 Dudley auch auf das Spiel, was, glaube ich, relativ legit ist. Also von den Eingaben zumindest, vom Timing jetzt natürlich nicht. Naja, die Kombos sind auch ganz anders. Ja. Ja, du kannst jede Combo, die in SF3 geht, die in SF4 mit Dudley geht, das ist die Standard-Kombos, die kannst du eigentlich auch in SF3 drücken. Das ist meine Meinung. Dudley ist schon wirklich anders. Mein Dudley hat nicht so viele Kombos. Was? Selbst Dudley hat nicht so viele Kombos. Er hat allein 8 Target-Kombos. Ja, aber nicht so viele. Ja, relevante Damage. Ja, voll. Ja, das 1-1. Spannend wird's. Ja, mich auch. Ja. Er hat so viele Möglichkeiten zu bestrafen. Sein stärkstes Tool ist nach wie vor Crouching mit Kick verducken. Nein, der kann eh, aber ich glaube, der Super kommt nicht raus nach dem Confirm. Ja. Sicher. Und? Aber Ken vielleicht auch. Nice punished! Nee, aber jetzt, also um der Wahrheit vor die Ehre zu geben, es geht schon. Oh, warum nicht Super Cancel? Für die kurze Zeit geht es schon. Bam! Ja, oh, souverän! Lot 1-0. gut, da spiele ich gegen kranken Chris. Der bessere Dudley im Dojo. Ja. So. So, jetzt werde ich gejoint von dem Typ, der die ganze Zeit schon reingeredet hat. Ich hab wichtige Dinge zu sagen. Sicher. So, CPS 3. Spielt jetzt. CPS 3 gegen den kranken Chris. Chris spielt wie ein Wahnsinniger.
Solide genug, um umzugehen? Ja, ja. Ach, der muss einfach nur Shorios baiten und dann war's eigentlich schön. Ich bin Christoph Makoto. Ah, ich bin auch. Ja. Also, ein Squaboro ist schon sehr leicht. Oh, mit Chanin. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Also, man könnte ein Trinkspiel daraus machen. Immer wenn Oro Chanin berührt. Ja. Da bist du aber nicht betrunken am Ende. Ja. 100%ig. Also, das ist wirklich. Also, dieses Matchup ist eigentlich der Grund, warum man Oro nicht spielt. Denn Oro ist ja eigentlich so. Das ist ein mega starker Charakter. Super broken, der Wichser einfach, aber ja. Dann gibt's halt Chun-Li. Chun-Li ist halt. Ich glaube, von allen guten Charakteren wird Oro von den allerhärtesten verkauft. Ja, niemand muss so viel einstecken. Und das Lustige ist, Oro hat an und für sich schon so gute Normals. Aber jede Normal von Chun-Li ist halt irgendwie so ein, zwei Frames dann doch irgendwie noch besser, ja? Ich glaube, ein Normal-Game. Egal, wie geht es. Ja, das ist ja das Ding, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass Oro so mobil ist, hat er eigentlich dann doch wieder ein Tool, wo er mit dir klarkommen könnte. Da ist halt, ja, ist halt schwierig. Mobilität ziemlich wurscht, glaube ich. Also ich probiere immer aus. Ich kann auch Juni hinterherlaufen, mir ist halt alles so egal. Ja, es liegt glaube ich aber auch an dem Forward-Mid-Kick von ihr. Jetzt muss man mal sagen, jetzt wüsste Chris, was er macht, hätte er jetzt gerade Chun-Li getötet, als er diesen Launcher bekommen hat mit Wunderbar. Ja, locker. Echt schade. Ich finde die Mid-Screen-Kombo von Oro sehr gut. So, als nächstes President gegen Leo Holic. Ich glaube, ich spiele Young. Mach das. Hauptsache du gewinnst. So. Präsident, hallo. Bonsoir. So, Präsident schnappt sich den Player One. Eine sehr illustre Runde heute Abend. Sehr speziell, sehr speziell. Ja. Was heißt, ich spiele dann gegen The Lord oder gegen Nur verzweifelte Jungfrauen? Egal. Oh, Pressed mit Yang. Ja, ja, hat er gerade eben schon angefangen. Ja. Johann. Gegen Yang. Johann gegen Julian. Julian. Leo, letzter Zeit, beziehungsweise gestern, überraschend stark mit Julian. Ja, heute hat er. Kombo-Schwäche halt, aber so hat sich relativ klug gehalten. Ja, aber die Kombo-Schwäche hatte sich heute schon beschwert, dass das nicht so glatt funktioniert. Ah, okay. Ich war mit York, ich hab vorher CVS 3 gespielt, das hat mich gerade ziemlich durcheinander gemacht. Schau. Ach ja, da wäre so viel möglich gewesen. Hätte jemand. Egal, jetzt. Eis! Und? Headbutt. Ja. War interessant. Sehr freizügiges Reset. Wenn du das machst, ja, wenn du so eine, sag ich mal, Free-Unblockable bekommst, wo der Gegner halt nicht kein Quickstanding macht, dann musst du dann aber mit Crouching Midkick reinhauen. Ja. Das funktioniert ein bisschen besser. Also jetzt mit Midkick meinst du? Oder Crouch? Jetzt speziell die Variante in der Ecke, wenn du nach dem Bildschirm runter bist. So, und leider jetzt. Kein Meter. Ah, ja. Schuss, weil sie klar. Natürlich. Macht eine mittlere Metallic Sphere on Wake Up. Ja, so, das ist der stärkste Move. Naja, dachte vielleicht, macht Wake Up, Jump Away. Schon, ja, das stimmt. So, jetzt. Ich hab nachgeschaut. Normaler Jump 4 Frames Startup. Ja. Super Jump, lustigerweise 6 Frames Startup. Ja, plus die längere Eingabe noch. Also, du kannst eigentlich sogar fast 8 Frames gerechnet. Sei denn, du hast eine extrem gute Eingabe. Ja, ich hab ihn eh eingetragen. So, jetzt ist. Ja, das wird nicht schlecht, oder? Ja. Yes, jetzt. Ja. Na gut, wir wollten Meter sparen wahrscheinlich, aber sollten wir nicht übertreiben, weil jetzt einmal Jack Slash. Ah, sehr souverän hier von Press. 1-1. Ja. Mit fast zwei Leisten voll, der Urin. Julian. Jules. Oh, der zweite ist schon bestraft, oder? Ja. Oh, sehr nice. Tja. Es ist mit Urin so essentiell, dass du parieren kannst. Sonst passierst du. Ohne Ecke. Oh, aber jetzt. Mach er. Na. Da hätte ich jetzt persönlich eher Hado und mittlere oder weite
zweiten Spiegel gemacht. Wird Press verlieren? Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß. Einmal die Ex-Seite. Ha, wenn man vom Teufel spricht, ja. Da war er. Ja. Da holt sich's. Der auf ein billiges Setup reingefallen. Wie heißt der Leo Holig? Das heißt, wir machen. Ich trage das geschwind ein. Ah, du hast mich nicht eingetragen. Erste Überraschung, meiner Meinung nach. So, eine Sekunde. Wir haben es gleich. Leo läuft hier rum, verkneift sich das Lachen. Okay, das müssen wir noch warten. Dann würde ich sagen: Kranker Chris President. Danke, Chris. Geht nicht anders. Chris! Quanker Quiz. Quanker Quiz. Quanker Quiz gegen President. Ist er schon dort? Ah ja, der spielt nur. So, jetzt ist er schon. Okay. Kranker Quiz. Lurkt hinter dem Cap, wo ihn niemand sehen kann. Frag mal an, den Kranken. Ah, naja, kommt noch mehr Zeit. Ah, der hat mich noch nicht ausgewählt. Alles ist gut. Kranker Quiz, ja, okay. Oh, President, instant zu Ken gewechselt. Kann ich verstehen, ja. Ich meine, kann man durchaus machen, ja. Ja, kann man alles. Winners Bracket mal an den Charakter spielen, schauen, wie es läuft. Und dann auf was. Sehr. Wie bitte? Ja. So, kann sein, dass wir jetzt gleich eine kurze Pause machen müssen, weil wir auf den Bock dann warten. Ja, wir haben noch andere Matches, das geht schon. Mach mal Winners Battle. Ja. Oh! Da holt der kranke Chris doch noch ein bisschen auf, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, das ist, weil er halt. Was für ein Punish! Ja, Was für ein Punish! Das hat ihn die Runde gebracht. Einfach super aktivieren. Aber echt. Irgendeinen Scheiß machen. Alter. Das hat ihn die Runde gekostet, definitiv. Ja. Okay, Boki scheidet, glaube ich, jetzt leider aus. 40 Minuten können wir nicht pausieren. Kann man Win eintragen, kann man im übergeordneten Sinne einen Win eintragen, ohne eine Runde einzutragen? Weil. Ich glaube, das geht ja. Sollten wir dann machen in dem Fall. Ja. So, Chris sitzt immer holt noch der Chris, auf seiner Leiste. Holt es der Chris. Das. Schön. Ja. Hol ein, zwei. Wenn er so weitermacht, dann kann er es holen. Ich tippe auf Dash and Throw. Glaubst du? Oh! Jetzt tippe ich auf Shoryu als Counter. Warum? Einer Chicken Feet, fucking hell. Press ist cool geblieben. Ja, Press ist cool geblieben. Deswegen ist auch eine Runde weiter und der kranke Chris ist draußen. So. Oh, der kranke Chris ist auch cool. So ist es, aber draußen. Cool, aber draußen. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt du gegen Winces, Nutzrex gegen Lord oder ich gegen Leo. Alles klar, ja, dann spiele ich gegen Winces. Achso, nein, Moment mal, was ist mit Boki? Ist jetzt draußen? Ist weg. Ja, Boki tragen. Okay. Boki tragen wir aus. Boki leider ausgeschieden, so. Antonik eine Runde weiter, kassiert aber keinen Punkt dafür. Ah, geht ich gegen Winces. Oh, ein gutes Match, Dominik! Ja. Dominik! Winchest. Dominic. So. Dominic, nee, Josh. Wann spiel ich, was? So, wer sitzt wo? Okay, also Winchest, Player 1. Welcome to the world of what? So, es beginnt. Sie, der Punkteführende gegen Winces, der Upcoming Hope. Reset in den Sweep, war gemein. Ich glaube, die Runde ist gegessen. Winces hat sich vielleicht ein bisschen auf Meterbomb für die nächste. Da lässt er ihn mit der Bahn. Aber hat durch den Schlag auch selber einen vollen Leistung bekommen. Vielleicht macht er was draus, schauen wir mal. Gegen die Extra-Lucken gleich am Start, aber warum nicht? Jan kann Sweep eh nicht bestrafen, er weiß nicht wie.
Er kann nicht charten, denn nicht. Immer wenn du etwas siehst, sofort lächeln. Sofort. Sofort. Er hat noch nie was anderes gemacht daran. Oder du jabst den Headbutt selber. Noch einmal, nice. Da hat er Jans Wake-Up-Jumps erwischt und holt sich viel. Oh, nice. Ich dachte schon, er macht die Action, du hast vielleicht den Jeep-Schaden. Egal, das passt. Ja! Jetzt Crotty. Sehr nice. Hat immer noch eine Leiste, konnte er sich leisten. Schmane, 1-1. Hat Leisten-Lead und trifft mit dem Yaxa-Token. Jetzt wieder volle Leiste, wenn er confirmen kann, ist er schon halfway there. Stairway to heaven. Oh. Nice. Zieht ihn rein. Wäre da jetzt eine Super gekommen, dann wäre es das gewesen, Fury. So, jetzt Medium. Was? Oh, kann ihn nicht in den Spiegel reindrücken, hat keine Leiste, kann keinen zweiten machen. Wenn Vinces jetzt cool bleibt, der braucht nur einmal confirmen in den Super. Dann war's das! Hol mir die extra Token, hol ihn! Allah, hol ihn! So, next ist Dino Antonic. Nur Upset heute. Wahnsinn. Dino Antonic. Ich hol den Anton. Mein Mic ist ein bisschen leise. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Hallo. Wo bist du überhaupt? Jetzt habe ich ein ganz kleines Selbstbewusstsein. Ja, so wie sich's gehört. So wie sich's gehört. Ja, keine Ahnung. Nee, hat er gut. Dino gemacht. Ist leer. Hier links meine Headbutts. Ja, du hast aber auch verschießen. Antizipiert, Standing Midpunch, ETC gemacht. War schön, aber ich hatte leider ein bisschen Pech mit den Kombos gehabt. Ja, oder unfähig. Also, beim ersten Mal verkackt, beim zweiten Mal ist er mir irgendwie weggesprungen. Keine Ahnung, das war wirklich ungewöhnlich. Da hätte ich ihn zwar nicht getötet mit seiner Blockable, aber keine Ahnung. Und beim dritten Mal habe ich irgendwie den Headbutt ein bisschen zu früh gemacht. So, aber jetzt Antonic gegen Dino. Dino hat sich die erste Runde geholt, witzig. Vermutlich die zweite Bull Antonic macht das ganz aber gut. Aber passt. Hier. Ich rolle das ganze Feld jetzt von unten auf. Mach das, probier's zumindest. Oh ja, sehr gut. Hardkick, auch wenn er nicht getroffen hat. Das war. Antonic auch, sehr solider Rio, mein Freund. Ja, darf sich aber nicht jetzt reindrücken lassen von Dino. Ja. Yeah. Oh. Air Reset. Oh ja, ja. Man sieht schon, die Kombos passen. Reset ist keine Kombo, aber. Reset ist keine Kombo. Du zählst die 5 Hits vom Corkscrew Blow, ja, die Kombo. Wow. Antonic, wenn man jetzt syntaktisch auseinandergenommen wird. Der ist schwer, Young. Ja, geht, Young ist halt. Er macht nicht so viel Schaden, er ist echt hart. Das ist halt diese Slash ist halt so. Wenn man die etablieren kann und den Gegner vom Springen weghalten kann, und dann hat man, glaube ich, gewonnen. Jetzt. Ryu ist noch drinnen. Vor allem hat volle Leiste einen Super. Oh wow. Wenn er sich das. Ja, mit Chip Hadoken. Oder war es Chip? Hat Dino versucht zu parieren? Hat versucht zu parieren, war kein Chip. Wollte Red Berry machen, weil er wusste, der Hadoken. Meine Aussage, jetzt kommen sehr viele EX Hados. Ich glaube eher Standing Hardkick, aber mal schauen. Ja, schade. Macht nicht. Der hat 2 volle Leisten. Warum geht da so ein Risiko ein? Schau mal, jetzt hat er seine Situation so dermaßen verschlechtert dadurch. Das stimmt allerdings. Ganz sinnloses Risiko eben reingegangen. Dann sogar, das ist sogar noch besser, wenn der Gegner ein bisschen von dir wegsteht, dann EX Tatsu zu machen. On Wake Up. Ne, tatsächlich. So, das heißt, wir haben jetzt Nozorex gegen The Lord. The Level of Detail. Nozorex gegen The Lord. The Lord, wir spielen! Der Lord, du hast eh Gratispunkte, weil du mitgemacht hast. So, Jekusch ist Player 2. Ja, genau. So. Lukas!
ist der Luke Skywalker. Lord, ich und du spielen! Lord! 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 Hat einer im Lord? Wo ist der Lord? Lord! Wo ist der Lord? Lord! Er müsste Remy spielen. Lord! Lord of the Rings! Light of L.O.V. L.O.D. Ich habe überlegt, ob ich Remy spielen soll, aber ja. Meine Studieleistung war schon schlecht genug. Ich glaube, das reicht. Ich denke mir in diesem Matchup, ja, also Elena Dutton, ich denke mir immer, da müssen so crazy Combos möglich sein. Ja, weil beide so eine extrem fette Hitbox haben. Also vor allem auch Elena mit ihren Endlos-Juggles. Ja, da muss man auch mal drauf achten. Es gibt Combo-Videos, es gibt so, wie soll ich sagen, so richtig reale Combo-Videos, wo alle Charaktere abgedeckt sind. Aber es gibt hin und wieder auch Combo-Videos. Wo absichtlich so strange Charakterkombinationen gewählt werden. Bestes Beispiel so das neueste RKF Urien Combo Video, wo er sich hauptsächlich auf Alex konzentriert hat. Ja, ist auch ziemlich fett. Ja. So, aber erste Runde hat sich Nebusch geholt mit einer Air-Target-Combo, die habe ich noch nie von ihm gesehen. Ich wusste gar nicht, dass er weiß, dass sie überhaupt gibt. Seine andere habe ich noch nie gesehen, die Ground Target, aber die ist auch scheiße. Was? Was denn? Spin? Ja, ja. Ah, nur im Startup. Das ist ja. Du musst nah genug stehen, ist das Problem. Ha! Ja. Oh ja. Nego drückt irgendwas, scheißt dich gar nichts. Ja, das steht auch im Spieleberater, dass man bei Elena sich gar nicht scheißen darf. Das steht irgendwie mit vier Fingern kann man besser 6 Knöpfe auf einmal drücken. So. Okay, nächstes Match. CPS3 gegen The Leo Holic. Es riecht nach Chun-Li gegen Urien. Oder Remy. Wie konnte ich verlieren? Keine Ahnung, Mann. Ich hab eben auch verloren. So, das. Ich hab mich so oft werfen lassen. Ja. Achso. Ach, gegen. Achso, ja, stimmt. Gegen den Leo meinst du jetzt. Ja, das ist halt. Urien ist ein vielseitiger Charakter, er hat viele Situationen, wo man Wurf erwarten würde und er kann da einen Headbutt machen und dann verkackst du es irgendwie mit Timing. Ja, Bullshit aus vielen Winkeln. Ja, das kann man so schnell lassen. So. Ich glaube, Leo weiß nicht, wie man ihn verliert. Ja. Urien ist meiner Meinung nach noch relativ fähig gegen sie zu gewinnen. Erstens mal sehr, sehr starke, lange Kombos, easy am Block gegen sie und auch tatsächlich kann man ein bisschen Fuzzi gegen sie spielen mit Urien. Ja? Hauptsächlich wegen Standing Hard Punch und der Sweep ist auch in Ordnung. Anscheinend darf man sie nicht mit Fireballs so. Das kann man auch machen, muss aber sehr delayed eingeben, ja. Und, halt, ja, ist davon abhängig, wie sich das gesamte Spiel schon so entwickelt hat. Warum kein Spiegel? Spiegel! Ja, und? Ja, was der macht, guck mal, er hat die Möglichkeit des Jahrtausends. Chun-Li wäre tot gewesen, bei korrekter Anwendung. Ja, aber wie gesagt, also ist durchaus verständlich, wenn man noch nicht so viel Routine mit dem Charakter hat. Anscheinend bin ich zu leise. Ja. Gratis. So. Das schenkt das her. Lüftner bedankt sich. Als nächstes haben wir ja, nein, das wollte ich gerade noch. Antonik gegen Insta. Insta, du spielst next gegen Antonik. So, no? Was war das so? Ken. Das Pokémon-Matchup, das hängt auch schon einfach. Welches? Das Pokémon-Matchup, weil er sehr russisch wird. Achso, ja, stimmt. War das geplant? War das geplant, dass Polen kommt? Ja, der kommt auch, aber er kommt zu spät. Der ist ja ganz draußen, oder? Ja, der Bocke ist ganz draußen. Okay, wir haben Shoto.
Mirror. Ein Fenster. Ob sich was heißt. Alright, that's cool. Prepare to strike. Now. The Lord of Destruction. Dieser Cat macht mich wahnsinnig. Ja, also ich kann es eigentlich nur betonen, wir müssen viel härter grinden, ja, viel längere Casual-Abende und sowas haben. Das ist mal so eine Art, Kanon, so ein Kanon-Gameplay entwickelt. Wie es halt, ja, so halt ein Standard-Gameplay. Ja, also ich finde, in Japan kann man es immer gut betrachten, ja, man spricht ja halt, warum sagt man, dass man dieses und jedes Matchup auf diese Art und Weise spielt, ist halt, weil die Leute es schon so oft gegeneinander gespielt haben, dass sie so, wie so ein Gesellschaftsvertrag. Wir sollten ja weg von den Spieler-Matchups und mehr hin zu den Charakter-Matchups gehen. Ja, das passiert ja, je länger man grindet. Na, eben nicht. Aber du gehst in jede Lücke nach und nach rein. Also beziehungsweise eher ich behaupte jetzt mal, wenn ich jetzt gegen ganz viel gegen Jakob spiele, lerne ich nicht, wie man gegen Goki spielt, dann lerne ich, wie man gegen Jakob spielt. AK japanische Tatsus. Das stimmt tatsächlich, ja. Also da kann man nur. Man muss halt diese Lücken. Was mache ich mit der ganzen Knowledge, wenn ich dann gegen einen guten Goki spiele? Der das einfach nicht macht. Ja, das war ich halt blöd. Ja, weil ich wieder von vorne habe. Defensiver Ansatz halt dann, ne? Logischerweise. Den offensiven Ansatz wirst du nicht durchbringen können, aber zumindest in der Defensive kannst du dich schon sehr weit entwickeln. Aber ja, wie gesagt, so perfekt wird selten. Ja, es waren übrigens, wie ich gelesen habe, einige Ausländer zum Operation. Ne? Das war gut. Das ist doch Platz, ne? Das ist sogar sein Lieblingsspiel. Das war der Capcom. Es gab so Capcom Pro Tour Interviews, so 2 Minuten Dinger, und da hat er gesagt, das ist sein Lieblingsspiel. Das glaube ich auch nur tatsächlich. Naja, er war nicht am besten, weil das ganze Competition schon alt war, das gab man, ja, hab ich vergessen. Seit 99 gewachsen. Die Leute waren ja 2001, 2002 extrem. Ja. Also die Zeit, wo sie haben sich in Jund versteckt, ne? Ja, genau. Jund wurde am Anfang ja noch mit SR2, glaube ich, gespielt. Der eigentlich legit ist, ja, aber halt. Naja, ich meine. Das ist dann ist halt kann man es also nicht wirklich spekulieren. Eigentlich ist er dann ein schlechterer Jan. Ja, definitiv. Ja, wenn man nur die Normals betrachtet, dann ist Jan schon wesentlich stärker. Also nicht, dass Jon schlechte Normals hätte. Also das Gameplay außerhalb ist einiges ausgemacht. Auch ganz. Ja? Wir müssen The Lords und Owner als Random Dude definieren und Bionic und Bionic einfach als die Klemmfamilie, dann ist es eigentlich schon weg. Ja, wir sind raus aus der Krone. Ja. Vielleicht, dass die aber starten können. Wir haben es schon gesagt. Das ist natürlich super. Ja, das ist halt immer ein bisschen blöd, ja, wenn man nur einen Match spielt, dann überhaupt noch die Scores einzutragen, das ist ein bisschen hinfällig so. So, alles klar, jetzt der Leo Holic gewinnt gegen Owner, ja, natürlich nicht Bionic gegen The Lord. We await your return. Owner ausgeschieden. Spielen wir gleich?
wird ihn sehr ärgern. Ja, wir spielen danach. So. The Lord gegen Bionic. Hab's Ihnen schon gesagt, danach machen wir Windows fertig oder machen wir. Ja, ich mach dagegen. Ja, aber nebenbei gesagt, also Bionic spielt meiner Meinung nach eigentlich einen soliden Go. Mittlerweile. Ja, er ist halt nicht. Weißt du, ich finde sowas. Ansag nicht zu schaffen. Ja. Was auch sehr stark ist mit Gurki, du kannst, wenn du einmal Close Standing Mid-Kick getroffen hast, kannst du, es geht sich schon in Frames aus, kurz Walk-Up machst und dann noch einen machst und der Gegner kann eigentlich nichts machen. Das ist auch eine etwas schwierigere Frame-Trap. Es geht mit Gurki und mit Ryu auch. Ich habe mal gegen einen sehr krassen Ryu gespielt. Und es war tatsächlich Standing, also dieser Close Mid-Kick halt. Von Gegner. Die Crouching mit man. Okay, nice. Lift and drop knowledge. Das war. Er kann nicht hit confirm, diese Aussage. Ja, aber komm, der ist schon leicht. Ja. Er ist leicht. Das war das. Mehr davon. Das war schon schön. So, nice. Hoffentlich spiele ich jetzt nicht wie ein Behinderter. So, jetzt spielen wir beide gegen. Das vorweggenommen. Spielen die beiden Kommentatoren. Sie gegen President. Der Präsident sitzt auf Player 1. Da darf ich gleich drin. Test. Wer habe ich gesagt? President. Der andere ist John Z. Chimpanzi. So, los geht's. Makoto, dritte Char von Press im dritten Spiel. Warum nicht? Whatever works, if it works. Ikuseyo. Ich bin ja gespannt, traut Press durchaus zu, dass er sie vor allem in einem besseren Form aus dem Turnier schmeißt. Traue ich mir zu. Vor allem mit Makoto, die ist halt so, ich weiß nicht, ich nenne sie happy-go-lucky. Guessing Bitch. Und wenn sie jetzt einmal richtig ratet, dann ist es vorbei. Oder fast vorbei. Schieß, President. Schieß. Chip ihn weg. Schieß. Geht rein, holt sich das. Erste Runde. Zwei Leisten. Vielleicht sehen wir, wenn wir Glück haben, Abare. Touch of Death Combo. Touch of Death Stun Combo. Wahrscheinlich aber nicht diese Runde gedauert. Ja, Lock in die Ecke, Press. Ja, und jetzt ein Karakusa. Oh, da wär's da! Da war jetzt fast die Chance. Ja, er soll sich für die nächste Runde auf. Das hat keinen Sinn. Eigentlich sogar, das klingt ein bisschen blöd, aber wäre vielleicht jetzt am gescheitesten gewesen, so schnell wie möglich zu verlieren, damit Ulden ja keine Leistung kommt. Ja, das ist jetzt noch aufgebaut. So, aber egal, alles wieder offen. Er hat wieder die Chance auf Abare. Boah, Aegis, Tackle. Headbutt drüber mit Kick. Drückt sie raus, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber wahrscheinlich ist das Timing nicht mehr so ganz richtig. Geht jetzt selber in die Ecke, Urien. Das ist an und für sich, eigentlich will man ja nicht in der Ecke sein. In seinem Fall gegen Makoto mit dem Super ist es nicht schlecht. Jetzt läuft er Gefahr. Oh, President bleibt cool. Jetzt! Schafft er. Hard Punch. Abare. Oh, die Kombo sitzt. Und die Kombo sitzt! Das war's! Vorbei! Gian ist draußen. So einfach war das. Ein Abare und vorbei ist es. Warrior.
John macht eine kurze Salzpause. Ja, ich hab's nicht. Wen sehen wir jetzt? Ich hab nochmal gut gegangen. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, weißt du, er war Urien bei der Ecke. In der zweiten Runde habe ich mir gedacht, die einzige Möglichkeit, dass ich das noch gewinnen kann, ist ein Lucky Command Grab. Dann habe ich das Gefühl, ich stehe ein bisschen hinterher. Es war eh gut, dass du nicht ausgegeben hast, weil ich habe gesagt, auch so in dem Moment wäre es vielleicht sogar gescheiter, schnell zu sterben, dann wieder keine Leistung mehr kriegen. Weißt du, weil er hatte so wenig Rappen zu tun. Gegen wen spielt er? Spielt gegen Winces. Hinten gegen Dudley. Man nicht selten im Wutschuss, immer relativ häufig. Boah, schaut nach einer klaren Sache für Dino aus. Jetzt holt sich das souverän. Winces hatte heute, glaube ich, schon ein Upset, hat er nicht gegen wen gewonnen. Gegen ihn, den muss er gewonnen haben, sonst wäre er nicht den Winces Break. Nicht schießen gegen Dudley! Schießen gegen Dino. Und vor allem nicht gegen Dino. Aber gegen Dati schon kann. Kann nicht nur parieren, wie jeder andere auch, sondern einfach Sway, Apo. Keine Ahnung. Oder Dati Sway. Wie auch immer der Move heißt. Nennen Sie einfach nur Dandy Steps. Dandy Steps. Reset. Ich weiß nicht, ob das zu parieren. Ich finde, Dino wirft zu wenig, wenn heute eben die Rosen parieren. Weil es vielleicht auch schlimm zu confirmen. Ja, ist egal. Nozerex, du kannst nicht herkommen. Gegen mich. Welcome to the world of Street Fighter Bruises. Where is the battle? Yeah, I'm waiting for you to pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. Well, I got the pick. Yeah, I'm waiting for you. Are you ready? Go! Zum Thema Trinkspiel. Das ist auch ein sehr guter Fall. Dass ich als Chun-Li von einer Chun-Li aus Recht Perfect geben zu lassen, ist bitter. Go! Wollt nur ins Losers Bracket, damit ich mir mehr Punkte holen kann. Eh klar. So. Das heißt, wir haben jetzt Leo. Oh, Bruderduell. Leo gegen Bionic. So. Das heißt, ich sehe schon, Bionic ist hinten. Das heißt, wie heißt der? Leo Olic gegen. Leo Hollic gegen Bionic. Jurobrüder, Duell. Also, ich rate jetzt und ich erwarte mir Tattoo Abuse. Ich bin ziemlich sicher. Ja, vor allem Jakob. Vielleicht weiß Jakob das gar nicht. Dass Urien nicht unter Druck rufen kann. Ich kann es nicht verstehen, macht einfach so. So. Wow, gerade nur.
gerade noch. Schubloki wäre einfach gestorben. Wobei, vielleicht kann Leo die Combo gar nicht. Achso, ne, aber der. Achso, nein. What? Was meinst du, die 100% Combo gegen ihn? Ja, hat er noch 70%. Und dann hat er eher Fireball getroffen. So, beide 1 Meter. Bäh! Ja, das war's. Warum EX? Mongo! Da hat er einen nice bestraft, hätte ich mir das nicht gedacht. Macht einen Jab, den Tackle. Ja. Hat anscheinend drauf gewartet, ich kennt das schon. Na dann. Macht man noch nicht den Hardcore. Richtig, aber es hilft ihn daher hier, Alter. Jetzt muss man überlegen, er hat einen Tattoo hier, den er nicht verwenden. Und den hat er hier für den Tattoo. Macht mehr Cheapshot. Hat sich auch ausgezahlt. Wow, das war ein bisschen. Ein bisschen zu corky. Leo kann die Unblocke das nicht. Er kann die nicht nur so der Gegner wegrollen. Aber. Ja, du musst dann dashing erstmal. Nein, wir sind schon wieder da. Entschuldigung, ich muss kurz abbrechen. Ist das jetzt auf zwei Teile gesplittet? Wahrscheinlich, ja. Werden wir nacherklären, ob das gesplittet ist oder nicht. Vielleicht kann man es auch zusammenführen. Jetzt auf jeden Fall 1-1 im Bruder-Duell. Er hat sich hier wieder gestartet. Oder wieder verbunden, ist eigentlich der korrekte Terminus. So, jetzt beide mit gleich wenig as low health, aber Goki mit bisschen mehr Leiste. Ja, genau. Welcher Clam wird obliegen? Wir werden es gleich sehen. Wow. What the fuck? Wow. Wow. Mit was? Wie what wann? The fuck, Goki? Aber Bionic holt das. Müsste in der Tabelle damit vor Leo sein, beide ja ungefähr auf dem gleichen Platz, wenn ich sogar direkt nebeneinander. Technisch schlechter als Alexander. Vielleicht, aber du hast jetzt die Möglichkeit gegen einen anderen Clam das wieder auszugleichen, gegen den Antonic nämlich. Oh, und dann spiel ich gegen den Gewinner. Krass, krass. Da kommt da schon der Antonic. Ja, sorg dich, sieh, komm wieder her! So, Player 1 ist Resident und Antonic, der dritte Claim im Bunde, mit Ryo auf Player 2. Genug Salz abgelassen. Ja. Kann passieren. Wobei, ich hab's angekündigt. Vor allem, weißt du, weil du warst... Ja, so ein Fehler in der Ecke... Ja, aber weißt du, du warst ja selber in der Ecke und ich sage in dem Moment, eigentlich will man nicht in der Ecke sein. In dieser Situation ist es für Urien das Beste. Spuck, getauscht. Da wusste ich, er wird so viel nach Karakusa. Ja. Nee, er hat wirklich, also diese Knackpunkt-Situation, die hat er geblockt, ja. Ich hatte einmal den Spiegel auf ihm drauf, das hat er geblockt. Und. Ja, er musste ja nicht blocken, er hat ihn ja nicht erreicht, den Spiegel. Das ging sich gerade nicht aus. Er ist einfach immer nur nach oben gesprungen. Ich hab ihn, also, jetzt mal um der Wahrheit die Ehre zu geben, ja, ich will das nicht rumhalten oder sowas, aber ich hab ihn eigentlich hab ich ihn ab Runde 2, in Runde 2 und 3 dominiert, ist meine Meinung. In der zweiten Runde keine Frage, in der ersten. Ich weiß nicht, in der dritten Runde meine ich. Machen wir Losers Dritte, weiter, aber trotzdem, das war schon, bin trotzdem zufrieden, weil es war ein schönes Match einfach. Rizes gegen Jakob. Auf einem hohen Niveau, das ist mir sogar fast ein bisschen wichtiger, dass wenn andere Leute sich den Stream anschauen, ja, sie sollen ein bisschen Qualität geliefert bekommen. Ob ich das jetzt gewinne oder jemand anders irgendwie flashig gewinnt durch gute Reads oder irgendwas. Hauptsache. Ist klar, für mich persönlich subjektiv, ja, schlecht. Hauptsache, aber es schaut gut insgesamt, aus. Für alle gesehen, gut. Welcome to the world. Oh, how sweet. Namen musst du was wissen. Wer spielt? Bionic gegen Winces. Winces Player 2. So, und wir sehen Akuma, höre ich zumindest, gegen Ken nehme ich an. Ja, gegen den grünen Ken. Und im Moment noch ausgeglichen, was ich sehen kann von hier. So. Was ich immer ganz interessant finde, ist, warum die meisten Goku-Spieler den Teleport nicht abusen. Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem gegen Setup. Du kannst aus allem abhauen. Wenn du es klug anstellst. Ja, du musst halt switchen zwischen kurz und lange. Ja.
Du hast vier Optionen, kurz, lang, vor, zurück. Ja. Vor allem der kurze ist meist besser, weil der Gegner immer den langen erwartet. Der wartet, bis er nachdashen kann. Aber egal. Grüner Ken dominiert Goki gerade ein bisschen. Klar, Bolter hat er zu viel losgelassen. Kann man nicht den Street Fighter 4 machen. Aber Dominik scheißt sich da nicht, macht auch Wake Up Shoryu. Er sollte sich das wirklich mal abgewöhnen, immer diesen Crouching Mid-Kick Hado into Super Confirm machen zu wollen. Ja, aber einfach, es trifft leider zu oft. Ja, schon, irgendwie schon, ja, aber der Standard Confirm ist viel besser. Aber es war auf Reaktion. Ah, so riskant! Macht einfach Hurricane Kick. Hurricane Kick? Harter Hurricane Kick, wenn er unterbei ist. Ach, guck mal, meinst du das? Ja, wenn er den harten, wir kennen den harten, den roten Feuerball. Einfach lieben. Ja, oder werfen, noch besser, ja. Das war's? Ja, okay, wenn er es ganz spät macht, könnte er theoretisch einen Tash rausholen und dann als Gamble eventuell direkt super eingeben nach dem Tash, irgend so ein Scheiß. Wer war Winchester, ja. Alt. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel, so gut wie nichts ist garantiert. Okay, jetzt als nächstes. So, Resident. CPS 3. Sollte ein sehr gutes Match werden. Und President, sehr technischer Spieler. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass viele Gedankengänge hinter seinen Aktionen stehen. CPS 3 auf der anderen Seite eher Spielertyp Old Fag, sehr, sehr intuitiv. Aber mit schönen Combo-Strings auf Fall. Und riskant. So, schön. Wurf mit Punch, Wurf. So. Ken traut sich gerade nicht so richtig ran. Sehr schön, sehr schön. So, wie finisht er ihn jetzt? Das ist die Frage. Er kann ihn nicht komplett finishen. Ja! Okay. Das Cross-Up gefällt. Ken schnappt sich die erste Runde. Kein Confirm hier. Ja, man merkt beide sehr viel Respekt vom Reingehen. Oho, dreckiger Confirm. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Schön. Au. Ja, das wäre halt mega geil gewesen. Ah! Lüfter macht's spannend. Shit, das ist so spannend. Und super! Oh, nice. Respekt an Lüfter an dieser Stelle. Etwas riskant, aber trotzdem safe. Riskant und safe. Ja, halt safe auf die nicht 50-50-Situation bezogen und die 50-50-Situation halt richtig interpretiert. Nicht ganz geraten, ja. Also, das ist so stufenweise, ja. Stufenweises Raten. Nice Confirm. Etwas mehr Schaden, das in der Hocke war. Müsste. Oh, nice. Wir haben Dashcan in der Haus. Was geht hier ab, Alter? So, warum ist Ryu überhaupt hier konkurrenzfähig gerade? Er hat nur gefressen. Und. Shit! Gutes Match, sehr schönes Match. In favor für President. So, President haut hier die besten Leute raus. Ist Dino noch drin? Ja. Nächstes Match, Winces President. Oder wollt ihr wir können auch Dino Nosarex zuerst spielen. Okay, alles klar, dann nächstes Match, Dino Nosarex. Dino? Nein. Setzen Sie sich. Dino darf nicht gewinnen, damit ich meinen dritten Platz behalte. Obwohl, es geht sich doch so, glaube ich. Welcome to the World of Fight.
Ja, leider, mein Parry verkackt. Ich wusste, dass der Shoryu kommt. Ja, in der ersten Runde hat Press irgendwie ein Cross-Up von dir evaded. Deswegen hast du die erste Runde verloren und dann, naja, dann war es eigentlich ausgeglichen. Aber du hast sehr schön gelesen. Hat mir auch nicht gut gebracht. Late Shoryu von Press, die Geheimtechnik. Das ist, weil ich habe CVS 2 gespielt und Peak Move. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Ein Hit, kein Problem, wie immer, aber zwei. Ah. Egal. Das ist ja egal, wenn ich den ersten triff, dann wäre es schon, das ist eh schon halb. Dann hätte es eh halb getroffen. So, aber Dino kann. Das ist alles noch drin eigentlich. Ja. Habe ich so geschrien. Ja, dieser Move, wie heißt der? Mallet Smash oder so irgendwas? Ja, dieser Überschlag-Move von Elena. Die X-Version ist echt schwierig zu parieren, ich muss ich mal sagen. Die Light-Version ist ziemlich hart, weil die ist kurz, ja, die da. Das schaut aus, als würde sie den Boden überhaupt nicht verlassen. Schade, keine Combo hier. So. Ja. Late Jump in. Wow. Guck das ab, was passiert hier? Was wir wirklich mal implementieren müssten, so. Oh, nice, schöner Parry. Sich vom anspringenden Gegner wegducken, ja, weil damit kannst du erzwingen, dass er, wenn er anspringt und dich treffen will, immer tief treffen muss. Ja, aber das ist schlecht für dich. Du willst ja, dass er so früh wie möglich angreift. Aber zumindest mal bringst du dann. Es ist halt eine zusätzliche Defensivoption, die man noch nicht bewusst hier nutzen muss. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie. Weil ich tendiere schon dazu, wenn ich den Gegner ein bisschen kenne, entweder ihn dazu zu bringen, dass er parieren will in der Luft, wenn er sich das abgewöhnt hat, dass ich seinen Jump-Ins pariere. Und wenn die Jump-Ins zu low sind, dann kann er blocken meine Attacke, obwohl ich pariert habe. Das geht mit vielen Charakteren. Ja, voll. Ich meine einfach nur, dass halt dieses, soll ich sagen, dieses Gameplay-Element, das haben wir noch nicht vollkommen erkundet und erschlossen. So. Das ist wirklich jeder bewusst oft variiert. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, es gibt so an Perspektiven hier ungefähr drei Gruppen. Die ganz neuen, dann so die Jakobs und Deos und so. Und dann halt die anderen, die das wissen sollten. Die Königsliga. Die beiden zum Beispiel. Sollten das wissen. Ja. Und tun sie auch eigentlich. Ja, schön. Da holt sich das Dino gegen Nozarex. Ganz fieses Reset. Das heißt, wir sind jetzt Winces President. Hätte man parieren können. Ist das Revanche? Winces President? Winces President ist, ja, das, ja, tatsächlich. Das ist Revanche, oder? Das ist die Revanche. Nein. Wer hat President dann rausgehört? Ah, der Leo. Mit Julian. Der bessere Julian also. Scheint so, ja. Da brauchst du nichts sagen, es ist zu spät. Also ich bin ja persönlich dafür, dass wir noch ein paar First of Fives irgendwie anleihen. So, dass wir die im Anschluss spielen. Wo ist President? Also nochmal, dass jeder nochmal die Eier auf den Tisch legen kann. Das ist jetzt Losers Final. Nein, das ist nicht Losers. Der Gewinner spielt gegen Nozarex und das ist dann das Winners Final. Ich glaube, es wird umgekehrt sein, weil der President will auf Player 1 sitzen. Hat er mir vorher gesagt. Ja, schauen wir mal, das müssen die Spieler unter sich ausmachen. Ist so schön. Ja. Im Zwischenscreen von Third Strike, wie Chun-Li dem kleinen Mädchen die Hand gibt. Sie ist halt sie rettet, weil sie ist eine Agentin und ihr Job ist es, kleine Kinder zu retten. Sie so, ja beste Mensch der Welt direkt. In Third Strike, sie arbeitet ja in einem Waisenhaus und bringt den Kindern Hilfe über. Siehst du in ihren Handy? Ach so, aber sie ist auch Agentin, oder? Nein, und eins von diesen Kindern verschwindet und deswegen holt sie das Kind. Ach so, ich habe irgendwie immer gesagt, dass sie mit irgendeiner Behörde kooperiert oder so. Interpol. Also sie kooperieren aber nur, sie sind jetzt nicht, also nein, arbeiten sie nicht. Ist Interpol. Ach, sie ist auch Interpol. Ja. Und arbeitet in einem Waisenhaus und rettet kleine Kinder. Ja. Shit. Die Bitch, gell? Sie hat dicke Schenkel und. Aber wie? Big Booty. Und ist trotzdem eine anständige Frau. Wie? Was geht da los? Die Bitch steht nicht mehr lang. Sie kann alles. Wen haben wir hier? Winces President, genau. Blau ist President natürlich. Das ist näher an den Namen. Nice. Ah, warum hat. Kein Super, ja. Ja, aber egal, mit dem Chip. Ich frag mich ja manchmal, ob man anstatt. Super, auch irgendwie einen ganz frühen, ein Kara EX Shoryu eingeben könnte.
Der müsste dann, der müsste eigentlich... Das ist eine fancy Kombo in meiner Vorstellung. Du kannst es versuchen auf jeden Fall. Ja, das muss ich mal... Ich will die ganze Zeit irgendwie Englisch reden. Ich wollte gerade sagen, das muss ich mal investigieren. Investigate. Ja, wenn du so sprichst, weißt du, dann ist das so eine halbe Eindeutschung. Investigieren. Investigieren. Prolongieren. Ja. Yeah. Attackieren. Schön, schön, schön. Und Shoryu. Nein, Content. Kein Shoryu. Ja, ah, er macht dieses dreckige Setup. Ja, dass er auf der anderen Seite landet. Dass irgendwie jeder Kennspieler seit, keine Ahnung, 2 Jahren als irgendein Typ auf Shoryuken.com geschrieben hat, jetzt jedes Mal macht. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe das aber Dario noch nie machen sehen. Ja, Dario ist der Einzige, der eigentlich in seinem Stil da treu geblieben ist in der Hinsicht. Alle anderen Kennspieler direkt. Alle anderen Kennspieler sind noch nicht erst neu dazugekommen. Die haben dann halt diesen Scheiß gelesen. Ich werde nicht, Dario kennt das überhaupt nicht. Ja, das kann gut sein. Er war schon so gut. Er hat irgendwann aufgehört, sich irgendwann Schildfuss reinzuziehen. Ja, garantiert. Hast du schon Match-Videos geschaut und so, aber ja, dass er jetzt so Shoryuken und Freds liest, das glaube ich nicht. Ja, Winstest hier dominant. Oh, nice. Sogar ohne Hado. So, die meisten jetzt. Leute geben es immer mit Hado ein. Da wäre der super gewesen. What? Da steht er auf, das ist ihm selber peinlich. Ein Spiel der Normal, er beißt sich in die Faust. Du kannst sitzen bleiben, Dominik. Nozarex. Die Bowlingkugel bleibt sitzen. Ich wollte gerade sagen, Winstest ist sehr solid in seiner Leistung über die ganze Season. Ja, diesmal holt er auf. Er ist auf jeden Fall schon mal fix Winner. Kleine irgendwelche Gedanken zum Match. Press, ich gebe dir zwei Sätze zu dem Match. Kannst du sagen. Okay, keine Aussage, kein Kommentar von Press. Schade, da hätte man... Nice! Du hättest ganz am Ende nach dem Shoryu hättest du noch super eingeben können. Dann hättest du gewonnen. Du hättest Cross-Up-Target-Combo. Was war das? Ja, aber nach dem Shoryuken hättest du dann noch mit Super weiter juggeln können. Super Tech. Das hätte so gerne da runter in die Hocke, das verstehe ich nicht. Oh ja. Oh ja, doch, hätte gekillt. Oh, wow. So. Naja. Oh, verscheißen Kombo. Im Nachhinein kann man immer viel sagen. Was mich viel mehr verwirrt hat, war in der ersten Runde. Wie jetzt aber? Ah, kann er nicht. Macht Target in der Luft. Jetzt! Ei, kein Punish von Witzes. Booster hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Ist ein bisschen eingeschüchtert. Ah, okay. Erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Das werde ich mir aber im Nachhinein noch Grand mal reinschauen. Grand Final, Dino gegen Nozarex. Greatest of Finals. Man hat im KO Screen, Flash, hat man die Harry Sparks gesehen. Oh, Dino Juric. Grüß Gott. Oh, das erste Turnier, das war. Okay. Leider. Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ich glaube aber generell, dass irgendwie im heutigen Turnier sind, da sind einige Momente dabei, die ich in dieser Endzusammenfassung, also in diesem, ich will irgendwie so einen kleinen Videozusammenschnitt von den besten Szenen machen. Da wird einiges an Material zusammenkommen. Diego sprechen kann an Dino, ich hoffe es schon, weil wie gesagt, ich will dritter Platz bleiben, das ist mein Ziel. Auch mit meiner schlechten Leistung heute, obwohl ein paar Punkte habe ich gemacht. War super. Oh wow! So, schönes Reset. Seitenwechsel. Es passiert so oft, dass Ellen an die Seite wechselt nach einem Tech. Oh, jetzt! So, jetzt und Dominanz. Nice Tech und lässt ihn in die Faust reindashen. War es sogar Standing, war nicht mal vorwärts. Hardpunch schon nur Hardpunch. Einfach so. Ja, es ist eh besser. Also vorwärts Hardpunch jetzt zu lange Startup gehabt. Das stimmt, ja, in dem Fall auf jeden Fall. Wow. Also um jetzt mal der Wahrheit die Ehre zu geben, Dudley hat eigentlich wunderschöne Normals. Ja, auf jeden Fall. Er kann komplett am Gegner kleben bleiben auch. Er hat sehr viele... Er kann aber auch komplett wegbleiben, das ist hart. Ja. Das schaut nach einem ziemlichen ARP aus. Oh, shit. Ziemlich gearpt. Ja, da hat er pariert und danach nicht geblockt. Quick Grabball. Er wollte parieren. Aber es ist auf Kassieren hinausgelaufen. Dino holt sich das erste Turnier. Ja. Nice.
Negosch, wie immer der ewige Zweite. Echt mal. Alles klar, ja, Gratulation.